Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich habe euch heute mal wieder ein paar kürzere Telefonate zusammengestellt. Also, dann lasst uns mal loslegen. Hello? Ja? Do you speak English maybe? Or Russian? Nö. Yes? Nö. No, only German, yes? Du sprechen Deutsch, ja? Ja, genau. Okay, I'm sorry. Entschuldigung. Aha. Goodbye. Also, ich muss ja schon sagen, dass ich etwas beeindruckt bin, dass die Leute, die mich anrufen, zum Teil nicht mal Deutsch sprechen können. Wenn man schon potenzielle deutsche Opfer anruft, bin ich auch der Meinung, man sollte dann auch Deutsch am Telefon sprechen können. Aber die Dame konnte dem Anschein nach nur Englisch und Russisch. Schon interessant, wo die Rufnummern überall hin verkauft werden. Ich habe mich zumindest bei keiner Seite angemeldet, wo ich nicht auch Deutsch auswählen konnte. Und die Rufnummer ist ja auch eine deutsche Rufnummer. Aber man kann es ja scheinbar mal probieren. Vielleicht findet man ja auch Leute, die sich in anderen Sprachen abzocken lassen. Ich weiß es nicht. Machen wir weiter mit dem nächsten Anruf. Ich grüße Sie, Patricia Novak von Felicita Promotion, Herr Gerold Steiner. Hallo Herr Steiner, ich rufe Sie wegen Ihrem Online-Eintrag. Bei dem großen Losgewinnspiel haben Sie teilgenommen, Amazon. Okay, ja, kann sein. Haben Sie Lautsprecher an? Verschreibst du sehr? Nee. Okay. Also er schreit ja nicht so sehr, Herr Steiner. Ja, kann ich nichts dran ändern. Und Sie haben keinen Lautsprecher an? Nee. Okay, und Sie tun mich auch nicht aufzeichnen, ja? Bitte? Sie tun auch nicht aufzeichnen? Nee, warum? Weil ich schreit dann vor, ich weiß nicht. Das stört mich. Legen Sie auf, ich rufe nochmal an. Alles klar. Schon ganz witzig, dass sie sich über die Tonqualität bei mir beschwert und sie dabei selbst fast gar nicht zu verstehen ist. Keine Ahnung, was die Callcenter immer mit ihren Telefonleitungen machen, aber maroder geht's tatsächlich auch bei den meisten Callcentern kaum. Davon abgesehen fand ich es sehr interessant, dass sie mich gefragt hat, ob ich sie aufzeichne. Dem Anschein nach ist das Callcenter, das mich hier angerufen hat, wohl bereits gewohnt, dass sie hier, wenn sie Kunden anrufen, auf YouTube landen werden. Naja, zumindest die Dame hat mich dann aber auch nicht nochmal angerufen. Ist aber auch nicht schlimm, mein Telefon klingelt hier oft genug. Machen wir weiter. Hallo? 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 Kennt ihr das? Ihr werdet angerufen und die Leitung steht, aber niemand ist dran bzw. meldet sich? Oft ist das so, dass der Mitarbeiter dann einfach das Mikrofon gestummt hat und gerade irgendwas anderes macht. Callcenter verwenden oft automatische Systeme, die Massen an Kunden automatisch anrufen. Bedeutet, dass einfach bei dem Mitarbeiter jemand in der Leitung ist, also ihr, ohne dass der Mitarbeiter das selbst eingetippt hat ins Telefon. Der passende Datensatz ploppt dann automatisch auf seinem Bildschirm auf. Das nennt man Telefondialer, das System. Manchmal habt ihr vielleicht auch schon mal bemerkt, dass euer Telefon klingelt und sobald ihr dran geht, wurde bereits aufgelegt oder in dem Moment, wo ihr rangeht, wird automatisch aufgelegt. Das hat oft die Ursache durch diese Wählsysteme, dass die Callcenter viele, viele Kunden gleichzeitig anrufen und auch mehr Kunden gleichzeitig anrufen, als Mitarbeiter gerade wieder eine freie Leitung haben. Und der erste Kunde, der dann dran geht, bekommt quasi den Zuschlag, dass er betrogen wird oder wie auch immer. Und dadurch
entsteht halt oftmals auch, wenn ihr rangeht, dass es 1-2 Sekunden dauert, bis sich überhaupt ein Mitarbeiter an der anderen Seite meldet. Also ihr habt Hallo gesagt, sagt schon ein zweites Mal, Hallo, ist da jemand? Und erst dann meldet sich dort jemand. Dadurch, dass ihr erst eben zugestellt werdet, wenn das System gewählt hat, ihr werdet angerufen, ihr geht ran und sobald ihr rangeht, wird erst intern im System vermittelt. Und dadurch entsteht es eben auch oft, dass gerade alle Mitarbeiter wieder belegt sind, weil genug Kunden rangegangen sind ans Telefon und dann bricht einfach der Call ab, wenn ihr rangeht und es ist niemand dran. Also dadurch entsteht es ganz oft, dass man eben diese Leercalls hat, wo man rangeht und niemand ist am anderen Ende dran. Machen wir weiter. Mein Name. Ich rufe Sie an im Auftrag von Kaffeestyle. Ja. Da ist ein ganz komisches Geräusch im Hintergrund. Ich höre mich die ganze Zeit selber. Keine Ahnung. Ich probiere es später nochmal. Danke. Tschüss. Mal ein Betrüger, der auch das Wort hält, das er gibt. Hat er natürlich später nochmal angerufen. Tag. Sie haben ja schon wieder diese Hintergrundgeräusche. Ich melde mich morgen nochmal. Danke. Okay. Und dann hat er sich nicht mehr bei mir gemeldet. Ich weiß nicht, was der für eine Rückkopplung im Gespräch hatte. Ich habe sie zumindest nicht gehört. Und vielleicht liegt es einfach wieder nur an den maroden Leitungen, die im Callcenter oft haben. Die Leitungen sind auch oftmals überlastet. Also ich meine, die haben auch nichts anderes als einen ganz normalen Internetanschluss. Und wenn ihr da 100 Mitarbeiter dran sitzen habt und die Leitung hoffnungslos überlastet ist, im Datenvolumen, das man halt eben dort bekommt, gut, im Ausland meistens sogar besseres als bei uns, aber wenn man da 100 Mitarbeiter über IP-Telefonie schickt, wird es natürlich auch irgendwann mit der Bandbreite eng. Machen wir mit dem nächsten skurrilen Anruf weiter. Das Rauschen in der Leitung konnte ich hier leider nicht rausfiltern, da das Rauschen wahrscheinlich von Ihrem Mikrofon oder von der Telefonanlage der Mitarbeiterin selbst kam. Und wenn ich hier einen Rauschfilter drüber gepackt hätte, dann hätte man halt gar nichts mehr gehört von der anderen Seite. Dementsprechend konnte ich hier die Qualität leider nicht mehr verbessern. Schönen guten Tag, Firma WXTeam. Wir produzieren mobile Verladerampe. Haben Sie uns angerufen? Habe ich es? Ich hab Sie nicht angerufen. Ja, brauchen Sie mobile Rampe? Was brauche ich? Mobile Verladerampe. Eine mobile Verladerampe? Ja. Was ist das? Entladen die Ware aus LKW oder Container. Für die Lager brauchen die Leute solche Laderampe. Okay, wie kommen Sie da auf mich? Eine Bühne. Sie meinen eine Hebebühne? Ja, eine solche Bühne mit Rädern. Sie können das die Ware entladen aus LKW oder Container. Für die Lager brauchen Sie was. Okay, und wie kommen Sie da auf mich? Wir haben Anruf von diesem Nummer. Ich habe in unserem System gibt diese Nummer, deswegen rufe ich zurück, weil habe ich diese Nummer gesehen und da soll ich dann rufen und fragen, was brauchen Sie? Ja, aber ich habe Sie nicht angerufen. Ist das Ihre private Nummer oder Firmennummer, vielleicht jemand anderen? Ja, so je nachdem, wie man es nimmt. Also eine private Nummer mehr oder weniger, ja, aber mit der Telefonnummer kann ich gar nicht raustelefonieren. Können Sie nicht raustelefonieren? Nee, hier können nur Anrufe ankommen auf der Nummer. Raustelefonieren geht hier technisch nicht. Das könnten wir nicht als Anruf erhalten oder wie? Anruf? Na doch, erhalten kann ich ja Anrufe, aber ich kann nicht raustelefonieren. Nee, ich meine, wieso habe. Das war 10. September, das war Anruf am Freitag. Könnte sein? Oder ist das möglich? Ist das möglich, am Freitag solche Anrufe von Ihnen erhalten? Na, wie gesagt, also mit der Telefonnummer kann ich nicht raustelefonieren. Das ist technisch gar nicht machbar. Das ist irgendwelche Spam-Anruf oder sowas, meinte ich. Okay, ist das interessant? Ich soll das alles schreiben, ne? Vielleicht irgendwelche falsche irgendwas passiert. Weil es ist bei System steht bei uns, das haben wir auch nicht gemacht. Das steht bei uns, das ist Ankunft. Ja, nur, das ist meine Anruf. Deswegen. Okay, aber brauchen Sie keine mobile Rampe? Wie denken Sie? Was produzieren Sie oder für was beschäftigen Sie sich? Nee, also ich wüsste nicht, wofür ich so eine Rampe brauche.
die Lage. Wenn Sie brauchen eine Lage, haben Sie zwei Stapel. Sie können eine Geld sparen. Sie können zum Beispiel eine Rampe und eine Stapel, das ist genug für die eine Lage. Sie können das in halbe Stunde die Ware aus dem LKW entladen und dann in 2 Jahren, das können Sie das diese Geld für die Rampe zurück sozusagen erhalten, weil Sie sparen einen Lohn für die eine Fahrer, Staplerfahrer und das auch Zeit, auch Sie können das sehr schnell die Ware ganze LKW entladen, sowas. Das ist eine kleine Investition, Sie können das, das momentan kaufen die Leute, wenn sie wollen, irgendwo das ein bisschen Geld sparen und dann das machen die verschiedene kleinen, großen Unternehmen. Mhm. Und? Habe ich das klar gesagt, ja? Haben Sie verstanden, was habe ich gemeint? Nee, nicht so richtig. Also, aber wenn Sie produzieren Ware, haben Sie eine Lage und verkaufen was, vielleicht brauchen Sie solche Investitionen für die Verladerampe. Darf ich ein Angebot schicken oder wie? Kann ich das machen für Sie? Ich habe keine Ahnung, ob Sie das können, aber ich wüsste nicht, wozu ich so eine Rampe brauche. Also dazu bräuchte ich ja scheinbar auch einen LKW. Kaufen Sie was oder nicht? Produzieren Sie was, verkaufen? Haben Sie eine Lage? Nee, also produzieren tue ich schon was, ja, aber ich wüsste nicht, also wie gesagt, Sie haben ja auch gesagt, dass ich Sie angerufen haben soll, aber das geht ja von dieser Telefonnummer aus hier gar nicht. Die ist ja, nur ja, für eingehende Anrufe. Ich habe das schon verstanden, aber wenn es... wenn zum Beispiel haben Sie, ich soll das erzählen, wenn Sie haben Interesse, das kann ich Angebot schicken. Wenn nicht, dann natürlich schreibe ich solche Informationen und sage ich dann weiter, dass irgendwelche Missverständnisse, ich weiß nicht, wieso es passiert, da kann ich leider auch das nicht verstehen, aber so ist passiert. Ja, ja, aber Sie müssen ja wissen, woher Sie die Rufnummer haben. Das ist ja Vorschrift in Deutschland. Ja, irgendwo muss ich das verstehen, auch wieso. Vielleicht hat jemand angerufen von uns, ich weiß nicht, muss ich das auch nochmal prüfen. Ja, aber theoretisch müssten Sie das da schon mit stehen haben, woher Sie meine Nummer haben, wenn Sie mich anrufen. Ich schreibe jetzt Informationen und prüfe ich nochmal, wie es passiert, solche Anrufe, okay? Mhm. Okay. Ja, so, dann. Ich brauche kein Angebot, ja? Ja, nee, ich wüsste nicht, was ich damit machen soll. Eigentlich E-Mail-Adresse sagen und oder Ihre Firma und dann kann ich das Angebot per E-Mail schicken. Aha. Nee, brauche ich nicht. Okay, habe ich verstanden. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Und jo. Danke, danke. Tschüss. Mhm. Also ich habe Sie wirklich nicht angerufen. Geht auch bei der Rufnummer tatsächlich wirklich technisch nicht. Die Nummer ist nur für eingehende Calls bei mir aktiviert. Ausgehende Calls funktionieren mit dieser Rufnummer überhaupt gar nicht erst. Keine Ahnung, wie sie darauf gekommen ist, dass ich sie angerufen haben soll, aber die Masche ist echt ein bisschen komisch. Und erst recht habe ich keine Ahnung, wie man mit diesem Thema Geld verdienen will. Also ich bin ein bisschen überfordert, erstmal mit der Qualität des Anrufs. Die Tante war eh auch kaum zu verstehen. Und ich kann doch nicht einfach alle Leute anrufen und nachfragen, ob sie eine mobile Verladerampe brauchen. Wer braucht sowas? Also, keine Ahnung. Das wirklich. Aber schön, dass sie immer wieder aufs Neue versucht hat, mir ihre mobile Laderampe zu verscheuern. Sowas habe ich in der Art wirklich noch gar nicht erlebt. Machen wir weiter mit dem nächsten Anruf. Und hier auch wieder ein kleines Sorry für die Tonqualität. Da konnte ich tatsächlich nichts machen. Ja, die kam einfach von dem Callcenter schon so übersteuert. Hallo, schönen Tag, Herr Steiner. Ja. Herr Steiner, mein Name ist Jonas, Jonas Blattor. Ich rufe Sie Benefix.com an. Wir sind ein Online-Handelsplattform. Wie geht es Ihnen? Ja, mir geht es soweit ganz gut, aber Sie sind sehr, sehr übersteuert. Ich verstehe Sie fast gar nicht. Also, wir sind ein Online-Handelsplattform, als ich gesagt habe. Sie haben bei uns für ein Online-Handelskonto registriert, aber Ihr Konto ist leider noch nicht aktiviert. Deswegen haben Sie angerufen, um Ihnen behilflich zu sein.
Ja, aber Sie würden mir erstmal viel mehr helfen, wenn Sie nicht so übersteuern würden am Telefon. Man versteht Sie nicht. Können Sie mich hier jetzt besser hören? Nee, Ihr Mikrofon ist vollkommen übersteuert. Okay. Okay, ich versuche in ein paar Minuten, okay? Alles klar. Okay, alles klar. Schönen Tag. Also die Masche kennt man ja schon. Aber mit so einer Tonqualität kann man doch echt keine Kunden generieren. Also wirklich nicht. Der Typ hat dann aber auch nicht nochmal versucht, bei mir anzurufen. Der nächste Anruf, auf den habe ich tatsächlich sogar schon gewartet. Die kennen wir nämlich auch alle schon. Die Firma verkauft skrupellos weiter und weiter und weiter am Telefon an Kunden, die sie nicht anrufen dürfen, obwohl sie schon bereits mehrfach abgemahnt wurde. Guten Tag, mein Name ist Sabine Grujic von Dinner Cats aus Nürnberg. Mhm. Sie haben sich für eine Futterprobe für Ihre Katze interessiert, Herr Steiner. Ja. Was haben Sie denn für eine Katze? Was ist das denn? Das ist eine ganz normale Katze. Katze oder ein Kater? Eine Katze. Eine Katze. Also wir sind aus Nürnberg, wir stellen seit 19 Jahren gesunde Katzennahrung her. Ohne Chemie, ohne Zucker, ohne Lockstoffe, ganz viel Fleisch in Lebensmittelqualität, was wir verarbeiten. Was bekommt die Katze denn, Trocken- oder Feuchtfutter? Ja, so ein ganz normales Feuchtfutter aus dem Kaufland. Unser Nassfutter nimmt 200 Gramm Döschen normalerweise, 5 verschiedene Fleischrichtungen mit Taurin, getreidefrei und 70% Fleisch. Ich schicke Ihnen mal eine Probe raus zum kostenlosen Kennenlernen. Geht in Briefkasten rein, ist unverbindlich. Geht nach Berlin? Ja, genau. Die Straße mit der Hausnummer 77? Ja, genau, ist richtig. Und Ihr Geburtsdatum bitte noch zum Datenabgleich. Das ist der 17.07.92. Jawohl, schicke ich die Probe raus und einen schönen Tag noch. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Na dann schicken wir mal dein Katzenfutter zu. Ich wette, die werden sich nochmal bei mir melden. Im Übrigen habe ich mich nicht für deren Zeug interessiert. Ich habe lediglich bei einem Gewinnspiel und der nachfolgenden Umfrage angegeben, dass ich eine Katze besitze. Das ist aber definitiv keine Einladung und erst recht kein Grund, mich anzurufen. Ich hoffe, euch hat mein neues Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.